Du musst ein paar Schlüssel für mich finden. Wir treffen uns an der Tür hier, wenn du bereit bist für die Ewigkeit in der Lona, die Blattgrube der Verzweiflung. Okay, bis später. Bleib sachte. Sieh dich doch mal in Ruhe um. Du musst ein paar Schlüssel für mich finden. Wir treffen uns an der Tür hier, wenn du bereit bist für die Ewigkeit in der lodernden Flammengrube der Verzweiflung. Okay, bis später. Bleib sachlich. Du bist zurück. Nur, dass du es weißt. Diesmal fällst du in eine Lavengrube. Meine Monster haben mir versichert, dass sie nicht scheitern werden. Und ich glaube ihnen. Du musst wissen, ich habe diese ganzen blubbernden, geschmolzenen Steine nicht zum Spaß in meinen Augen. Die sind in mir, weil ich Eindringlinge wie dich verschlingen muss. Naja, komm rein. Schön, dich wiederzusehen. Sieh dich doch mal in Ruhe um. Du musst ein paar Schlüssel für mich finden. Wir treffen uns an der Tür hier, wenn du bereit bist für die Ewigkeit in der lodernden Flammengrube der Verzweiflung. Okay. Bis später. Bleib sachte. Sieh dich doch mal in Ruhe um. Du musst ein paar Schlüssel für mich finden. Wir treffen uns an der Tür hier, wenn du bereit bist für die Ewigkeit in der lodernden Flammengrube der Verzweiflung. Okay, bis später. Bleib saftig. Das ist der erste Schlüssel. Du bist so kurz davor, in die Flammengrube springen zu können. Du musst ja so stolz auf dich sein. Und das ist der zweite Schlüssel. Es wird dich freuen zu hören, dass ich jetzt meine Betriebstemperatur erreicht habe. Komm rein! Jetzt wirst du gebraten. Triff dich mit deiner Gruppe vor dem Eingang zur Gruppe. Einer weniger. Hallo. Diese Gruft ist verflucht. Alle deine Gebäude und Fallen werden in Flammen aufgehen. So ein Pech aber auch. Tut mir leid, das passt irgendwie nicht. Willkommen zu meiner persönlichen Flammengruppe des Todes. Gefällt dir das? Gut. Eine Geheimtür wurde gefunden. Der letzte Schlüssel ist hier irgendwo. Über meinen Fallen wird nicht gebaut. Die habe ich nicht grundlos dahin gelegt. Da. Es soll alles brennen. Flamme lodert in nicht erkundeten Gebieten. Bleib da liegen. Dein Team mit mir wiederbeleben. Versuche eine unserer verzauberten Statuen. Nicht vergessen, wenn du den Boss besiegst, brichst du den Fluch. Wirst du wohl aber nicht.
darfst eine verzauberte Statue einmalig nutzen, um ein gefallenes Teammitglied wiederzubringen. Das wird nix. Ich gewähre dir noch einen Versuch. Schafft, die du haben wolltest. Sanitäter! Steige in die tiefe Ebene der Gruft hinab. Du bist gestorben, aber jetzt wieder da. Leider nein.
Öffne ihre Hüllen für einen weiteren Schlüssel. Verzauberten Statue, um gefallene Teammitglieder wiederzubringen. Du bist gestorben, aber jetzt bist du wieder da. Steige in die tiefere Ebene der Knochen. Nächster! Thank you.
Das wird nichts. Kugeln sind fast alle. Nee. Tschüss. Alle Schlüssel wurden gefunden. Steige ins Inferno hinab. Die Flammen gehoben. Zu entkommen. Mit Liebe verschickt. Leider nein. Also, du fragst dich bestimmt, wer ist Brandfleck?